Wer an einer Tier-1-Target-Uni studiert, auf dem schnellsten Weg zu einer Top-Investment-Bank kommen möchte und zu einem späteren Zeitpunkt, also nach dem ersten Semester, ein Big-4-Audit-Praktikum macht, hat offensichtlich einige Dinge nicht ganz verstanden. Diesen Text hatte ich neulich mal in meiner Instagram-Story gepostet und habe damit einige Leute richtig hart getriggert. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich mache mal hier dieses Video, um dir so ein bisschen zu erklären, wie ich das Ganze gemeint habe und wie du das für dich einzuordnen hast. Also, lass uns das Ganze mal analysieren. Wer in einer Tier-1-Target-Uni studiert, was meine ich damit? Nun, mit den Tier-1-Target-Unis im deutschsprachigen Raum meine ich vor allem die WAU, die HSG, die Uni Mannheim, die Frankfurt School und auch die TU München. Das sind so die absoluten Top-Unis, die echt schon seit vielen Jahren sehr, sehr gut placen in Investmentbanking, aber auch in der Strategieberatung. So, wer dort studiert, alle anderen sollen sich gar nicht davon angesprochen fühlen und auf dem schnellsten Weg zu einer Top-Investmentbank kommen möchte, damit meine ich auf dem schnellsten Weg, das heißt, du machst immer das bestmögliche Praktikum, was dafür sorgt, dass du so schnell wie möglich, beispielsweise nach dem 4., 5., allerspätestens 6. Semester, ein Praktikum machen kannst bei einer Top-Investmentbank. Wer also auf dem schnellsten Weg dahin kommen möchte, nicht irgendwann, irgendwie, sondern auf dem schnellsten Weg und zu einem späteren Zeitpunkt, also nach dem ersten Semester, beispielsweise nach dem zweiten, nach dem dritten oder nach dem vierten Semester, ein Big-4-Audit-Praktikum macht, der hat einige Dinge offensichtlich nicht ganz verstanden. Wie meine ich das? Nun, es ist einfach so, wir haben einen Haufen Leute von genau diesen Unis bei uns in den Coaching-Programmen mit dabei, die nach dem zweiten Semester beispielsweise schon M&A-Praktika machen bei Big-4-Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, bei M&A-Boutiquen, bei kleineren internationalen Investmentbanken sogar. Machen diese Leute nach dem zweiten Semester erste Praktika. Das heißt, wenn du die vergleichst mit jemandem, der nach dem zweiten Semester ein Audit-Praktikum in der Wirtschaftsprüfung macht, dann ist das nicht der effizienteste Weg, weil er könnte ja auch ein M&A-Praktikum machen. Und das ist alles, was ich damit gemeint habe. Wenn jetzt jemand beispielsweise an einer unbekannteren Uni studiert, wie zum Beispiel an der Goethe-Uni, dann trifft das eigentlich fast auch schon zu. Ja, da machen auch viele Leute bei uns nach dem ersten Semester beispielsweise ein Big-4-Audit-Praktikum oder teilweise schon nach dem ersten Semester erste M&A-Praktika und dann nach dem zweiten Semester auf jeden Fall auch M&A-Praktika. Das heißt, selbst bei manchen anderen Unis, die nicht die absoluten Top-Tier-1-Target-Uni sind, trifft das schon zu. Aber vor allem ist es eben einfach so, dass ich sehr oft Leute sehe von diesen absoluten Elite-Unis, HSG, WAU und, die nach dem zweiten Semester ein Audit-Praktikum machen. Und ich denke mir so, ey, come on, du hast offensichtlich einige Dinge nicht ganz verstanden. Du hast nicht ganz verstanden, wo du dich bewerben sollst beispielsweise. Oder du hast nicht ganz verstanden, wie du ansprechende Bewerbungsunterlagen erstellst. Oder du hast nicht ganz verstanden, wie du dich auf die Interviews vorbereiten kannst. Oder du hast nicht ganz verstanden, wie du richtig netzwerkst. Aber du hast offensichtlich einige Dinge nicht ganz verstanden, wenn es dein Ziel ist, so schnell wie möglich dort reinzukommen. Wenn das nicht dein Ziel ist, wenn es dir reicht, irgendwann mal reinzukommen, dann ist das auch fein. Ein Audit-Praktikum ist nicht verkehrt. Aber es ist nicht der schnellste Weg. Mir hat dann auch einer auf Instagram geschrieben, hey David, bleib mal locker, ich habe auch nach dem dritten Semester mein erstes Audit-Praktikum gemacht und ich arbeite heute auch bei der UBS. Ja klar, ich sage absolut nicht, dass du niemals ein erfolgreicher Investmentbanker werden wirst, wenn du erst nach dem zweiten oder nach dem dritten Semester dein Big-4-Audit-Praktikum machst und dann anfängst mit den weiteren Praktika. Wenn du an einer Top-Uni studierst, dann wird das wahrscheinlich auch noch reichen, um zu irgendeiner Investmentbank zu kommen, ja. Aber es ist nicht der schnellste Weg. Es ist einfach nicht der schnellste Weg und es geht viel, viel mehr. Und darauf soll das Ganze abzielen. Mehr wollte ich damit gar nicht aussagen. Ich finde es krass, wie viele Leute sich davon getriggert gefühlt haben. Und ich möchte jetzt einfach dieses Video nochmal nutzen. Wenn du noch dabei bist, überleg dir mal, hey, sehe ich mich da vielleicht wieder? Und bitte fühle dich nicht getriggert, sondern sag einfach, hey, der David hat recht. Es gibt so viele Leute, die zum Beispiel bei Pumpkin dabei sind, aber auch Leute, die nicht bei Pumpkin dabei sind, die nach dem zweiten Semester mit dem Ziel Investmentbanking deutlich sinnigere Praktika machen als ein Big-4-Audit-Praktikum. Es ist einfach so. Ja, und das, du musst dich jetzt nicht dafür schämen oder so, dass du es gemacht hast oder sonst was, aber du musst dir halt eingestehen, hey, du hast offensichtlich bisher einige Dinge nicht ganz verstanden und jetzt kannst du natürlich hergehen und sagen, ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht, jetzt weiß ich ja, wie ich besser bin. Da habe ich auch mit einigen Leuten drüber gesprochen, die dann das sagen, ja, jetzt weiß ich ja, was ich machen muss. Nee, weißt du wahrscheinlich nicht.
Das heißt, gesteh dir ein, dass du nicht allwissend bist und bewirb dich mal bei uns auf eine persönliche Zusammenarbeit, weil wir können dafür sorgen, dass dir so ein Fehler nie wieder passiert und dass du ab sofort immer alles komplett verstehst und ganz genau weißt, was der bestmögliche Schritt für dich ist. Einfach auf den Button unter diesem Video klicken oder auf den Link unter dem Video und dann mal einen Termin bei uns ausmachen. Ich freue mich auf deine Bewerbung. So, trotz der Triggerwarnung am Anfang hier nochmal ein persönliches Wort zu dem Inhalt aus diesem Video. Mir ist wirklich wichtig, nochmals zu betonen, dass sich hier von niemand angegriffen fühlen soll und dass wir alle im gleichen Boot sitzen. Es ist völlig fein, wenn dir Karriere nicht so wichtig ist. Wir alle haben das Ziel, glücklich zu sein. Wir alle haben das Ziel, irgendwie für uns selbst Erfüllung zu bekommen und für uns selbst das Erfolgsgefühl eines erfüllten Lebens zu führen. Und für manche Leute geht dieser Weg einfach über Erfüllung in der Karriere. Für andere Leute geht dieser Weg über viele andere Zwischenschritte. So, und dieses Video richtet sich eben an all diejenigen von euch, die diesen Weg gehen wollen, indem sie eine besonders herausragende Karriere machen und vor allem einen besonders herausragenden Karrierestart hinlegen. Das heißt jetzt nicht, dass diese Menschen, denen Karriere wichtig ist, besser sind oder schlechter sind als Leute, die sich jetzt von diesem Video hier nicht angesprochen fühlen oder sich von diesem Video hier getriggert fühlen. Wenn du keine Lust auf Investmentbanking, Strategieberatung, Private Equity hast oder keine Lust hast, diesen Weg so schnell wie möglich zu schaffen, dann ist das dein Recht, dann ist das völlig fein. Dieses Video, dieser Kanal um Pumpkin Careers richtet sich einfach nur an die Leute, denen Karriere sehr, sehr wichtig ist und die so schnell und einfach und sicher wie möglich ins Investmentbanking, in die Strategieberatung und ins Private Equity kommen wollen, weil sie verstehen, wie wertvoll ihre Zeit ist und weil sie verstehen, wie kostspielig es ist, irgendwelche Fehlschritte auf diesem Weg zu machen. Das ist mir nur noch mal wichtig zu betonen, wir sitzen alle im gleichen Boot und der eine Karriereweg, das eine Lebensziel ist nicht besser oder schlechter als das andere Lebensziel. Und jetzt nochmals der Appell, wenn du sagst, mir ist die Karriere wirklich wichtig, dann musst du verstehen, was es einfach bedeutet, Zeit zu sparen, effizienter und sicherer ranzukommen. Natürlich, ich habe es im Video gesagt, selbst wenn du irgendwann später erst mit einem Audit-Praktikum anfängst und dann deine M&A-Praktika machst, dann kannst du es auch schaffen. Auch solche Leute haben wir sehr, sehr viele im Coaching, aber es war einfach nicht der effizienteste Weg. Und wenn du dir überlegst, was bedeutet, irgendwie vielleicht ein halbes Jahr früher in deinen Traumjob einzusteigen, vielleicht ein Jahr früher in deinen Traumjob einzusteigen, was es vielleicht bedeutet, wenn du dir die Gebühren für einen teuren Master sparen kannst, weil du es früher geschafft hast, dann kommt da extrem viel Lebenszeit zusammen und es kommt extrem viel Geld zusammen. Und dass du das beides verbrennst, deine kostbare Zeit und dein kostbares Geld, das muss einfach nicht sein, wenn du dir eingestehst, dass du nicht allwissend bist und dass es da draußen Leute gibt, wie unser Coaching-Team bei Pumpkin Careers, die so einen großen Erfahrungsschatz haben, aus der Zusammenarbeit mit inzwischen über 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dich dabei unterstützen können, dass du es selbst schaffst, diesen Weg noch schneller und noch sicherer und noch effizienter zu gehen und dir damit langfristig extrem viel Geld und Zeit sparst und total viele neue Opportunitäten eröffnest. Das war mir nur nochmals wichtig hier einzubringen und jetzt hoffe ich, du fühlst dich nicht allzu getriggert und gibst dem Video brav einen Daumen hoch und abonnierst diesen Kanal und dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf deine Bewerbung bei uns bei Pumpkin Careers, wenn du wirklich alles aus deiner Karriere herausholen möchtest.